Hallo, lieber Skorpion, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den November 2024. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Und ich werde dir jetzt zu Beginn erst einmal das Kartendeck vorstellen. Was du vor dir siehst, damit mache ich auch den Anfang. Das ist das Everyday Witch Tarot von Deborah Blake. Und ich verwende ebenfalls auch noch andere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, lieber Skorpion, steigen wir doch ganz einfach mal ein in deine Legung jetzt für den Monat November und schau mal, was da alles auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich jetzt im November. Denk bitte daran, das hier ist natürlich eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Des Weiteren könnte diese Legung jetzt für dich interessant sein, wenn du den Skorpion im Sonnenzeichen, im Aszendent, im Mond oder auch von mir aus in der Venus hast. Und an all die Skorpione unter euch, die jetzt im November Geburtstag haben werden, ich wünsche euch schon mal alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday! Ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall sehr schön feiern. Die Liebenden. Wir behalten die auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Ich bin jetzt hier noch am Vormischen, deswegen lege ich die jetzt einfach mal zurück. Die Liebenden sind jetzt herausgefallen. Es geht also um Herzensentscheidungen. Vielleicht geht es hier bei dir auch um Verbindungen, Herzensverbindungen, sich einer Sache ebenfalls auch zu verpflichten, aus vollem Herzen Ja zu etwas oder aber zu jemandem zu sagen. Okay, so Skorpion. Jetzt würde ich sagen, legen wir los. Also, was bringt jetzt der November dem Kollektiv der Skorpione? Was bringt jetzt der November dem Skorpion? Die Skorpione. Die Skorpione jetzt im Monat November. Die, nee, das sind zwei. Okay, ich dachte, es wäre nur eine. Sonst hätte ich sie auch genommen, wenn es nur eine gewesen wäre. Aber so zwei übereinander, das mache ich nicht. So, sie müssen auch bitte rausfallen, die Karten. Also, was bringt der November dem Skorpion? Skorpion. November. Die eine muss ich mal eben aufheben. Ich sehe sie auch schon. Es wird auf jeden Fall interessant, denke ich. Okay, weitere Einsichten bitte für das Kollektiv der Skorpione. Jetzt im Monat. Nee. November, das möchte ich so nicht machen. Und wenn du dich jetzt fragen solltest, Mensch, warum nimmt sie die denn nicht? Ich habe es für mich so festgelegt. Und von daher ist es auch richtig. Okay? So, noch vier Karten hätte ich ganz gern für die Skorpione im November. Was bringt der November noch dem Skorpion? Noch eine bitte, noch eine Karte für Skorpion im November. Noch eine Karte bitte. Ja, super. So, die eine ist runtergefallen. Die hebe ich mal auf. Okay, das Ganze lege ich dir so wie immer, lieber Skorpion, erstmal ordentlich in die Kamera und dann geht es jetzt auch schon los mit deinem Reading. Es hat ein bisschen gedauert, das Vormischen. Ich entschuldige mich dafür und bedanke mich auch gleichzeitig für deine Geduld. Ja, okay. Oh, das ist ziemlich schief. Warte mal. Das kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser hin. Okay, so, passt das. Lieber Skorpion, ich beginne und zwar mit der Karte. Jetzt hier für dich unten drunter. Und diese Karte ist auf jeden Fall für dich jetzt in Bezug darauf, was im November auf dich zukommt, schon von größerer Bedeutung. Sie enthält auf jeden Fall wichtige Hinweise für dich in Bezug darauf, was jetzt im November auf dich zukommt. Und ich würde sagen, mit dieser Karte starten wir für dich für den Monat November. Da haben wir zu Beginn die 5 der Schwerter. Okay, die 5 der Schwerter, das ist eine Karte, oh, da geht es um Rücksicht. Rücksichtslosigkeit, das ist das, was ich hier wahrnehme. Weil, wenn man sich mal die Karte näher anschaut, wir sehen hier so einen Zauberkessel und
Fünf Schwerter sind da quasi so rumgeflogen, keine Ahnung. Und wir sehen hier diese Hexe, die hat sich ja auf jeden Fall schon zwei geangelt, ne? Und die beiden, oder zumindest die eine, fragt sich: Mensch, was soll denn das? Warum bist denn du so rücksichtslos? Wir wollen vielleicht auch ein Schwert abhaben. Was soll das, ne? Und die kann schon gar nicht mehr hingucken, die fängt schon an zu weinen. Ja, also die fünfte Schwerte, das ist eine Energie, wo es wirklich darum geht, sich über andere einen Vorteil zu verschaffen, wo es darum geht, Recht zu haben um jeden Preis, gewinnen wollen um jeden Preis, ne? Also das sind wirklich so Energien, mit denen du es vielleicht zu tun haben könntest, nee, nicht nur vielleicht, mit denen du es zu tun haben könntest, jetzt im Monat November. Milder ausgedrückt geht es hier um Konflikte. Ja, vielleicht geht es aber auch wirklich darum, dass hier etwas nicht funktioniert und dass man es vielleicht auch einfach mal gut sein lassen soll. Was auch immer das für eine Situation bei euch ist. Okay, wir gucken jetzt einfach mal drunter, lieber Skorpion. Da haben wir jetzt hier die Vier der Münzen. Die Vier der Münzen ist sowohl eine recht stabile Energie, aber sie ist auch durchaus eine sehr steife Energie. Das ist eine Energie, da geht es wirklich wenig um Bewegung. Das ist eine Energie, da möchte man hier oder da hält man hier wirklich fest. Man möchte nichts rausgeben. Man möchte hier einiges für sich ebenfalls beanspruchen. Also ich habe das Gefühl, zeigt sich hier der König der Münzen. Es kann durchaus sein, dass einige von euch es hier durchaus mit jemandem zu tun haben, der etwas für sich beanspruchen möchte. Möglicherweise ist das hier dieser Münzkönig. Jemand, der sehr viel Wert auf Äußeres legt, sehr viel Wert auf Geld, auf Prestige, auf Luxus, auf einen guten äußeren Ruf und so weiter. Ja, mit so jemandem könntet ihr es eventuell zu tun haben, der sehr viel Wert auf Materielles legt, der nichts rausgeben möchte, der wahrscheinlich auch noch geizig ist, ne? Mit diesem jemand könnte es gewisse Konflikte geben, was mit dem Thema Stabilität, Sicherheit, vielleicht auch mit den Finanzen zu tun haben könnte oder mit dem Thema Beruf. Na, vielleicht geht es ja auch um einen Arbeitskollegen, das kann durchaus jetzt hier der Fall sein. Vielleicht hast du es hier mit einem Stier zu tun, wir haben jetzt hier einen Stier abgebildet. Ja, oder auch Steinbock-Jungfrau wäre jetzt hier ebenfalls ein weiteres Erdelement oder Erdzeichen. Aber ich würde es jetzt von Sternzeichen nicht abhängig machen. Okay, ich würde sagen, lieber Skorpion, wir gucken jetzt ganz einfach mal, was da alles für dich rausgefallen ist. Ich habe die erste Karte schon gesehen. Es ist sehr spannend. Wir haben jetzt hier für dich zu Beginn den Teufel. Der Teufel ist oder kann durchaus auch eine Energie sein, wo man sich zu sehr auf das Äußere, zu sehr auf das Materielle versteift, zu sehr auf das Geld, auf das Materielle, auf Besitz und Eigentum ausrichtet. Ja, wo man zu sehr, so viel Wert darauf legt, auf das Außen, auf das Materielle, auf Geld und so weiter und so fort. Das könnte jetzt hier ebenfalls der Fall sein für einige von euch. Und wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, auch mit den Vier der Münzen, ja, spielt also das Thema Sicherheit, Geld, vielleicht auch ein guter Äußer oder ein guter Ruf ebenfalls für viele von euch hier in irgendeiner Art und Weise eine wichtige Rolle. Oder aber diesen Menschen, mit denen ihr es hier zu tun habt. Ja, das ist durchaus natürlich möglich. Hier legt man sehr viel Wert auf Äußeres, auf das Materielle. Ne? Das ist bei einigen von euch hier auf jeden Fall sichtbar. Der Teufel generell ist eine Energie, da geht es um Verführung. Die Frage ist natürlich, ob du zu dieser Energie ja oder nein sagst, weil du kannst auch nein sagen. Guck mal, da zeigt sich hier natürlich nicht als Teufel. Ja, ein Teufel würde sich niemals als Teufel zu erkennen geben. Oh, guck mal, ich habe hier einen Sack mit Geld. Schau mal, hier habe ich ein dickes, fettes Eis. Ne? Hier wird man also quasi bombardiert mit gewissen äußeren Dingen, weil man wahrscheinlich ge gewisse Absichten oder wahre Absichten möglicherweise verschleiert. Das ist durchaus denkbar. Das ist die Energie des Teufels. Da geht es wirklich darum, andere zu verführen. Da geht es wirklich darum, andere von einem abhängig zu machen. Ne? Oder generell, der Teufel steht wirklich für Abhängigkeiten, für Süchte, für, ja, wie gesagt, zu starker Fokus auf Materielles. Da geht es auch um das Ego zufriedenzustellen. Ne? Also der Teufel, das ist eine ungesunde und ebenfalls auch eine toxische Energie. Okay, die Frage ist, wie gesagt, ob du dazu jetzt nun wirklich Nein sagst. Das ist übrigens Steinbock-Energie. Einige von euch könntet es mit einem Steinbock zu tun haben. Oder du selbst bist irgendwas mit Steinbock oder Aszendent Steinbock, heißt Mond im Steinbock, das kann jetzt hier der Fall sein. Dann ist es jetzt hier nur ein weiterer Hinweis für dich, dass es auch dein Reading auf jeden Fall sein könnte. Ja,
Steinbock Energie, da geht es ja ebenfalls auch um Disziplin, Durchhaltevermögen und Geduld, aber auch um Themen wie zum Beispiel ja, öffentliche Anerkennung und Beruf, Karriere. Das könnte hier für einige von euch ebenfalls ein Thema sein. Und innerhalb des Jobs oder der Karriere scheint es bei einigen von euch so zu sein, dass es hier gewisse Konflikte geben könnte. Oder wo es jemanden gibt, der sich über andere einen Vorteil verschaffen möchte. Ja, jemand, der unbedingt gewinnen will, um jeden Preis. Recht haben möchte um jeden Preis. Jemand, der rücksichtslos ist, vielleicht sogar auch trickst. Ja? Okay, wir gucken jetzt mal weiter, Skorpion. Was haben wir hier für dich? Der Hierophant. Der Hierophant ist natürlich, oder da geht es auf jeden Fall darum, natürlich ruhig zu bleiben. Nicht irgendwie sich jetzt auf irgendetwas einzulassen, was man hinterher eventuell bereuen könnte. Hier geht es wirklich darum, wirklich ruhig zu bleiben, sich zu entspannen. Was ich ganz, ganz interessant finde, lieber Skorpion, wir haben hier die Energie des Teufels und hier die Energie, die für Gott steht, für das Göttliche. Also schon auf jeden Fall zwei gegenteilige Energien. Ja, die Frage ist natürlich, worauf richtet man sich ebenfalls jetzt nun auch mehr aus? Die Wahl liegt ja auch immer bei dir. Ja, das ist übrigens auch eine weitere Stierenergie, wo ich also wiederum das Gefühl habe, dass es bei vielen von euch um das Finanzielle geht oder um materielles Besitz und Eigentum. So etwas in der Richtung könnte also jetzt für euch im Monat November eine wichtige Rolle spielen. Na? Vielleicht ist es da so, dass es durchaus jemanden gibt, der sich hier finanziell gesehen einen Vorteil verschaffen möchte über andere oder über einen anderen. Das ist jetzt hier ebenfalls auch gesagt. Der Hierophant ist also auch oftmals eine Energie, die sagt, Gott sitzt hier am Ruder. Es geht ja darum, Gottvertrauen zu haben in der aktuellen Situation. Worum es auch immer geht, ich muss mir auf jeden Fall noch die anderen Karten anschauen und dann auch noch weiter gucken, wie sich das Reading jetzt für dich entwickelt, lieber Skorpion. Okay? So, ich würde sagen, wir gucken mal direkt weiter. Was haben wir hier für dich im Zentrum des Readings? Das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe ist ein verlockendes Angebot. Asse stehen ebenfalls auch für Chancen. Chancen, die hier auf dich zukommen. Mit dem Ass der Stäbe kann es also durchaus sein, dass ich dir etwas, ja, dass man dir etwas anbietet, wo du ein gewisses Risiko eingehen müsstest. Hier, der Teufel. Ja, also Vorsicht, lieber Skorpion, was man dir hier wirklich im Monat November anbietet. Weil wenn du dazu ja sagst, könntest du möglicherweise einen hohen Preis bezahlen. Buchstäblich. Ja, zum Beispiel ist es so, ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel ist es so, dass jemand auf dich zukommt und dir etwas aufschwatzen möchte. Hey, du musst mal, oder jetzt einfach mal so zum Beispiel. Jemand sagt, du musst jetzt so und so viel in dieses Projekt investieren, um noch mehr herauszubekommen und dann mehr zu verdienen. Ja, also Vorsicht ebenfalls vor solchen Angeboten. Sowas in der Richtung habe ich. Ja, hier kommt also jemand, macht möglicherweise ein Angebot. Hier wird eine Chance geboten, wo du möglicherweise einen hohen Preis bezahlen müsstest, auch mit dem Fünf der Schwertern hier. Ja, hier möchte sich jemand über jemand anderen einen Vorteil verschaffen. Hier möchte jemand am Zug sein. Hier möchte jemand den anderen voraus sein. Ja, das Ass der Stäbe ist also generell auch eine Energie, wo wieder mehr Bewegung und ebenfalls auch wieder mehr Schwung in eine Sache hineinkommt. Ich wäre hier mit dem Teufel etwas vorsichtig, weil manchmal ist es so, der Schein kann ebenfalls auch trügen. Ja, nicht alles ist Gold, was glänzt. So, was haben wir hier? Noch ein weiteres Ass, das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen hingegen ist eine Chance ohne irgendwelches Risiko. Ja, ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr bekommt hier zwei Chancen. Eine von euch, oder eine von euch, nee, anders, eine Chance verspricht Sicherheit, verspricht Wohlstand und Stabilität. Dafür geht es aber möglicherweise nicht ganz so schnell, während diese andere Chance das Blaue vom Himmel verspricht, obwohl man hier ein gewisses Risiko eingehen müsste. Ass der Stäbe in der Spiegelung zum Teufel. Ja, und das Ass der Münzen spiegelt sich im Hierophant. Das ist also eine Chance ohne irgendwelches Risiko. Hier bieten sich für euch, für einige von euch auf jeden Fall, mehrere Möglichkeiten, mehrere Chancen, die ich hier auf jeden Fall sehe. Die es auf jeden Fall natürlich zu ergreifen gilt. Ja, und wie gesagt, lieber Skorpion, nicht alles ist Gold, was glänzt. Lass dich hier nicht verführen. Okay. Vielleicht ist es aber auch wirklich, ich habe das Gefühl, das ist irgendeine Chance, die blinkt, die glitzert, die verspricht dir wirklich sehr viel Wohlstand, sehr viel Reichtum, sehr viel Glück und so weiter.
Na, ich wäre hier ein bisschen vorsichtig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bevor du jetzt Hals über Kopf dich zu etwas oder dich dafür jetzt entscheidest, würde ich ganz einfach erstmal das wie der Hierophant hier machen. Erstmal in die Stille gehen und in sich gehen, um einfach mal jetzt zu überlegen, will ich das, soll ich das jetzt wirklich tun oder eher nicht? So, wir gucken mal, was haben wir jetzt hier für dich? Ein weiteres Ass, das ist ja echt der Hammer. Das Ass der Schwerter. Du hast hier wirklich eine krasse Neubeginnsenergie. Für einige von euch geht es hier also um etwas Neues, was auch immer das ist. Es können jetzt wirklich zwei Chancen sein, es können drei Chancen sein oder lediglich auch nur eine. Ja, aber hier zeigen sich quasi mehrere Chancen, mehrere Möglichkeiten, die du hier durchaus hast. Ich sage es nochmal, nicht alles ist Gold, was glänzt. Mit dem Ass der Schwerter wird sich dir hier eine Chance bieten, etwas zu klären, Klarheit in eine Situation hineinzubringen, was mit dem Teufel hier zu tun haben könnte. Es kann sein, dass jemand durchschaut wird, dass man etwas durchschaut, eine Art Spielchen, was hier gespielt wird. Das ist durchaus möglich. Ebenfalls hat man hier auch die Chance, wirklich seine Wahrheit auszusprechen, aber ebenfalls auch nun gewisse Ideen zu verwirklichen. Für einige von euch geht es auch darum, beruflich, finanziell gesehen Ideen zu verwirklichen, etwas Neues zu starten, einen Neubeginn zu wagen, einen neuen Job anzugehen, den Weg der Selbstständigkeit zu gehen, was auch immer hier bei dir persönlich sich jetzt hier zeigt. Also wir haben hier bei dir eine sehr krasse Neubeginnsenergie. Ja, die Zahl 1 und ebenfalls auch die Zahl 5. Das ist übrigens auch sehr krass, weil wir haben hier sowohl die 1, steht also auch für die Asse, und die Zahl 5, Hierophant und fünfter Schwerter. Die Zahl 1 und 5 könnten also für dich jetzt wichtig sein im Monat November. Die Zahl 1, da geht es um einen Neubeginn, und die Zahl 5, da geht es um Veränderungen, beziehungsweise auch das Gefühl der Freiheit, ne, sich ebenfalls nun auch ein neues sich auf ein neues Abenteuer einzulassen oder sich ebenfalls hier ebenfalls auch zu befreien. Wo bist du also in irgendeiner Art und Weise abhängig, lieber Skorpion? Wo bist du von jemandem oder etwas abhängig? Der Teufel ist ebenfalls auch nun, ja, steht für Abhängigkeiten. Steht für etwas, wo man sich nicht wirklich frei fühlt. Und der Teufel übrigens, die Zahl 15 reduziert sich auf die 6. Ne? Und die Zahl 6 in der Hohen Arkana, das sind die Liebenden. Das heißt also, wenn der Teufel geklärt ist, bleiben die Liebenden übrig. Der Teufel klärt sich also in den Liebenden. Ne? Das heißt, wenn das Toxische alles verschwindet, bleiben die Liebenden übrig. Herzensverbindungen. Entscheidungen zu treffen aus dem Herzen heraus. Ja, also hier zeigt sich auf jeden Fall etwas, ist in gewissermaßen schon etwas toxisch. Hier zeigt sich ebenfalls auch ein Neubeginn, aber ich sage es nochmal, du hast hier auf jeden Fall die Chance, etwas zu klären, innerhalb einer Verbindung, innerhalb einer Partnerschaft oder wo es um Süchte und Abhängigkeiten geht, lieber Skorpion. Das ist auf jeden Fall sehr stark sichtbar. Ja, das ist ziemlich interessant hier bei dir. So, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende. Warte mal, ich lege jetzt erstmal die fünfte Schwerter hier mit dazu. Was ich jetzt für dich verwende, das ist das Stargazing-Orakel. Also hier sind auf jeden Fall sehr viele Chancen. Vielleicht weißt du auch deswegen nicht ganz so wirklich, okay, wofür soll ich mich da jetzt nun entscheiden? Ja, hier wird auf jeden Fall schon gesagt. Höre bitte, warte mal, ich muss dir eine Karte mal eben aufheben. Höre sowohl auf dein Herz, aber nimm bitte auch deinen Verstand mit, lieber Skorpion. Ja, das ist ganz wichtig. Lass dich also nicht nur unbedingt von irgendwelchen Äußerlichkeiten blenden. Zum Beispiel ist es jetzt auch so, dass einige von euch es mit jemandem zu tun haben könnten, der sehr gut aussieht, dass er charismatisch ist, sehr attraktiv und so weiter. Aber hier wird ebenfalls auch gesagt, lass dich bitte nicht nur davon blenden. Ja, schaue bitte auf alles. Betrachte bitte das große Ganze. Ja, und nicht nur auf dieses Aussehen zum Beispiel. Es ist wirklich nur ein Beispiel gewesen, ja? Also das Berufliche, das Materielle, das Finanzielle spielt für euch im November in irgendeiner Art und Weise hier eine ganz wichtige Rolle. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sich das Reading jetzt noch entwickelt. Aber ich sage es nochmal, hier ist eine Energie mit dem Fünf der Schwerter, wo es durchaus jemanden geben kann, der sich über andere einen Vorteil verschaffen möchte. Jemand, der vielleicht auch jemand, der egoistisch ist. Jemand, der sehr starke narzisstische Züge ebenfalls auch hat. Ja, ich meine ganz ehrlich, Narzissten sind ja oftmals sehr
sehr charismatisch, sehr attraktiv, sehr verführerisch und anziehend und so weiter, ne? Aber ist ebenfalls auch etwas Toxisches, etwas, was nicht gesund ist für dich, ne? Oder allgemein für die Menschheit, sag was mal so, ne? So, ich hätte ganz gerne jetzt noch weitere Einsichten, weitere Botschaften bitte für die Skorpione. Jetzt im Monat November. Okay, was bringt jetzt der November noch dem Skorpion? Ich hätte ganz gerne noch zwei Karten, hätte ich ganz gern noch zwei Karten für Skorpion. Oh, das sind viel zu viele. Ich muss sie eben alle mal aufheben. Ich muss auch sagen, dass im November die Energien für einige, nicht nur unbedingt für euch, sehr durcheinander sind, sehr unruhig ebenfalls, ne? Und teilweise vielleicht sogar auch chaotisch, ja? So, warte mal, jetzt habe ich die Karten erstmal aufgehoben und jetzt, ja, jetzt bin ich wieder voll dabei hier. Okay. Es sind jetzt wirklich sehr, sehr viele Karten runtergefallen gerade, die kann ich jetzt wirklich nicht alle nehmen, ne? Okay. Weitere Energien bitte. Zwei Karten hätte ich noch ganz gern für die Skorpione jetzt im Monat November. Was bringt jetzt also der November? Okay, die hebe ich gleich auf. Was bringt jetzt der Monat November noch dem Skorpion? Sehr unruhige Energien. Ich habe das Gefühl, für viele von euch geht es wirklich darum, ruhig zu bleiben. In irgendeiner Angelegenheit ist es wichtig, dass du ruhig bleibst. Okay, so, noch eine Karte bitte für Skorpion. Jetzt im November. Sehr schön. Okay, die eine hebe ich mal auf. Okay, so, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal unter das Deck und schau mal, was für eine Energie du hast. Jetzt hier drunter für den Monat November. Okay, deine Seele ist zurückgekehrt, um viele Lektionen zu lernen. Also hier zeigt sich auf jeden Fall eine wichtige Lektion für dich, wo es darum geht, daraus zu lernen. Ja, also womit auch immer du jetzt hier gerade wirklich konfrontiert wirst, hier gibt es auf jeden Fall etwas zu lernen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Karten schon sagen wollen, dass du zum Beispiel jetzt auch in der Vergangenheit oder aber in dem vergangenen Leben schon einmal vor einer gewissen Situation oder Lernaufgabe standest, es aber bisher noch nicht gelernt hast. Deswegen bist du jetzt noch einmal oder wirst du noch einmal damit konfrontiert. Ja? Also hier darf eine Lektion erkannt und ebenfalls auch daraus gelernt werden. Ich habe aber das Gefühl, durch das Ast der Schwerter wirst du es erkennen oder beziehungsweise hast du es vielleicht auch schon erkannt. Okay? So, was haben wir hier? Okay, ich bekomme gerade folgende Botschaft rein für einige von euch. Was ich jetzt auch sehe, es geht für einige von euch darum, sowohl das Lichtvolle als auch das Dunkle in einem selbst zu vereinen. Ja, es geht ja also auch um Kontrast im Leben. Nicht nur zu viel Dunkelheit und nicht nur zu viel Licht. Das eine kann ohne das andere ebenfalls auch nicht existieren. Okay, so, was haben wir jetzt hier für dich? Okay, deine Guides helfen dir, alles ist in Ordnung. Also dir wird hier auf jeden Fall in dieser Angelegenheit geholfen. Die geistige Welt, der liebe Gott, ist hier an deiner Seite. Das sehe ich auch mit dem Hierophant, weil, lieber Skorpion, der Hierophant ist eine von drei Schutzkarten im Tarot, neben der Hohepriesterin und neben dem Stern. Ja, also der Hierophant, die Hohepriesterin und der Stern sind drei Schutzkarten im Tarot und du hast hier eine. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du hier wirklich gewarnt wirst. Du bekommst hier Zeichen. Du bekommst Zeichen, wirst gewarnt vor jemandem, vor einer Situation, vor einem verlockenden Angebot. Ja, wie gesagt, nicht alles, lieber Skorpion, ist Gold, was glänzt. Okay? Und wie ich schon gesagt habe, dir wird hier auf jeden Fall geholfen. Deine Guides, deine Schutzengel, woran auch immer du wirklich glaubst, die helfen dir hier. So, was haben wir hier für dich? Das sechste Haus. Interessant. Wir sehen, die Frau sitzt ja auch im Schneidersitz und meditiert. Und hier haben wir das Gleiche. Das Thema Meditation könnte also für einige von euch eine wichtige Rolle spielen. Ich habe auch das Gefühl, das bekomme ich jetzt gerade rein. Einige von euch, ihr seid sehr beschäftigt. Ihr seid sehr hart am Arbeiten.
vielleicht auch ein bisschen zu hart am Arbeiten. Deswegen wird es auch umso wichtiger, ein Gleichgewicht reinzubringen zwischen dem Arbeitsleben und zwischen dem Privatleben. Generell habe ich das Gefühl, dass Entspannungstechniken, Atmungstechniken oder auch Meditation oder ja genau, Entspannungstechniken für dich äußerst hilfreich sein können im November. Ja, zum Beispiel bist du sehr überfordert, du bist sehr hart am Arbeiten, bist unglaublich stark beschäftigt mit was auch immer. Ja, und deswegen habe ich das Gefühl, okay, entspann dich mehr. Dir wird auf jeden Fall dabei geholfen. Zum Beispiel ist es so, dass du auch zu einem spirituellen Berater gehst, zu einem Mentor, zu einem Therapeut, zu einem Coach. Ja, das kann jetzt hier damit auch gemeint sein, dass du dir in irgendeiner Art und Weise wirklich auch Hilfe suchst, damit du loslässt, damit du auch mal wieder entspannen kannst. Ja, die Karte, also ich habe das Gefühl, Schattenarbeit kommt auf einige von euch zu. Frag mich nicht warum. Ich habe aus irgendeinem Grund hier Shadow Work gelesen und nicht Service und Work. Ich habe Schattenarbeit gelesen. Ja, warum auch immer. Also Schattenarbeit wird für einige von euch wichtig im Monat November. Passt also hier leider auch ganz gut, ja schon leider, passt also auch hier ganz gut zum Teufel, weil hier wird man auch noch einmal mit gewissen düsteren Seiten, mit gewissen Schattenthemen konfrontiert, wo also etwas jetzt hier geklärt werden kann. Du hast also die Chance, lieber Skorpion, im November, dreifach übrigens, gewisse Schattenanteile zu erlösen, damit dann die Liebenden übrig bleiben, damit der Teufel sich klärt. Okay, das ist hier auf jeden Fall sichtbar. Aber wie auch immer, das sechste Haus, da geht es wirklich um deine täglichen Routinen. Es geht um deine Gesundheit, Diät, Fitness, Organisation. Also es geht auch wirklich darum, sich jetzt hier sich zu organisieren. Aber ich habe das Gefühl, dein Wohlbefinden, deine Gesundheit spielt also auch hier eine wichtige Rolle. Und ich habe auch hier wiederum das Gefühl, tu auf jeden Fall etwas, um dich mehr zu entspannen. Viele von euch, ihr seid angespannt, unruhig, sehr hart am Arbeiten. Das ist auf jeden Fall zu sehen. Einige von euch, ihr braucht möglicherweise auch mehr Struktur und Organisation im Leben. Okay, was haben wir hier? Aha, hier wird auf jeden Fall gesagt, dass du jetzt mehrere Facetten entdeckst, die auf jeden Fall etwas mit dir zu tun haben. Aber was mir jetzt auch gerade noch reingekommen ist, jetzt vor allem jetzt auch mit dieser Energie hier. Ich habe das Gefühl, deine Lernaufgabe besteht also auch ebenfalls darin, dich mehr zu entspannen, mehr jetzt auch für dich da zu sein. Alles oder ja, oder auch gewisse Dinge auch einfach mal an dir abprallen zu lassen, alles nicht zu ernst zu nehmen. Ja, ebenfalls auch mal Hilfe zu suchen oder Hilfe anzunehmen und nicht unbedingt immer nur alles alleine machen wollen. Ja, also das ist das, was ich jetzt hier ebenfalls auch wahrnehme. Einige von euch, ihr habt möglicherweise auch das Talent, im Spa-Bereich zu arbeiten. Das nehme ich auch wahr. Irgendetwas, was mit dem Thema Entspannung zu tun hat oder Wellness, das sehe ich ja auch für einige von euch. Oder aber du gehst jetzt nun in Wellnessurlaub oder hast das auf jeden Fall nötig jetzt im November, ne? So, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Behind the Mirror Orakel von Raven Angel of Spirit. Okay, dann gucken wir mal, was wir da jetzt haben. Es geht also auch wirklich jetzt für dich darum, lieber Skorpion, ganz klar zu entscheiden, in welche Richtung willst du wirklich gehen. Weil beim Vormischen hatten sich die Liebenden gezeigt, ne? Es geht also hier auf jeden Fall um Herzensentscheidungen für dich. Und wie gesagt, ja, höre auf dein Herz, aber nimm bitte auch deinen Verstand mit. So, noch zwei Karten bitte. Zwei Karten bitte noch für die Skorpione, jetzt im Monat November. Was bringt jetzt der Monat November noch dem Kollektiv der Skorpione? Skorpion jetzt im November. Noch einer.
Sehr schön. Okay, also ich habe das jetzt während des Mischens nochmal ganz extrem gespürt. Das Thema Arbeit, Arbeiten, Beruf, Karriere ist im November ein ganz wichtiges Thema für euch. Ihr seid wirklich sehr hart am Arbeiten. Ja, ich habe jetzt ja natürlich auch mehrere Tendenzen, dass es hier ganz eindeutig um die Arbeit geht, um das Berufliche und oder jetzt auch noch dazu mit um das Finanzielle. Ja, okay, lass mal schauen. Ich habe die Karte schon gesehen, deswegen würde ich sagen, dass wir mit der hier starten. Wir haben also für dich das Erdelement. Erdzeichen, verwurzelt sein, sich erden, Naturverbundenheit, Stier, Steinbock, Jungfrau. Kann es also für dich bedeuten, dass du eines dieser Tierkreiszeichen bist im Aszendent oder im Mond? Das kann es jetzt hier für dich bedeuten. Aber diese Karte, habe ich das Gefühl, möchte dir auf jeden Fall sagen, erde dich mal wieder. Erde dich, geh raus in die Natur, sei wieder verwurzelt, ne, komm wieder mehr an, bei dir selbst vor allem auch. Das wird auf jeden Fall wichtig werden. Dass du dich jetzt auch wieder mehr um dein Wohlbefinden kümmerst, auch um deine Gesundheit ebenfalls auch, ne? Also das wird hier wichtig werden, euer Wohlbefinden, eure Gesundheit. Ja, euch auch ebenfalls einfach mal richtig auszukurieren, mehr zu schlafen einfach auch, ja? Also ich muss es so sagen, wie es ist. Also einige von euch, ihr scheint hier wirklich Workaholics zu sein, ne? Das meine ich jetzt um Gottes Willen nicht böse, aber so jemanden nehme ich hier wirklich wahr. Oder aber du kennst jemanden, der ein Workaholic ist, ne? Der nur arbeitet, 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 aber sich einfach auch mal nicht entspannen kann, ne? Okay, was haben wir hier drunter für dich, lieber Skorpion? Das ist das Spiegelbild. Okay, sich seinen Schatten stellen. Das ist genau das, was ich dir gesagt habe, ne? Mit dem Teufel. Und auch vorhin allgemein habe ich das, glaube ich, mal erwähnt. Okay, kein Licht ohne Schatten. Ja, wie ich dir auch gesagt habe, das eine kann ohne das andere nicht existieren. So, Annahme und Akzeptanz. Sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen. Also das wird für einige von euch jetzt auch eine wichtige Rolle spielen, sich mit Schattenthemen auseinanderzusetzen. Kein Licht ohne Schatten. Da, wo Licht ist, ist Schatten und ebenfalls aber auch umgekehrt. Ja, es geht also auch hier wieder um Balance. Es geht darum, sich selbst auch zu akzeptieren. Sich seinen Schattenthemen stellen, ja, etwas, wo du nicht wirklich frei bist. Da kann es wirklich um gewisse Co-Abhängigkeiten gehen, gewisse Süchte. Ja, das kann jetzt hier wirklich damit gemeint sein. Mit gewissen Schattenthemen wirst du hier also konfrontiert, lieber Skorpion, im Monat November. Vielleicht ist auch schon Ende Oktober. So, was haben wir hier für dich? Langeweile, okay. Sich nicht ablenken können. Nochmal von vorn. Zeit mit sich alleine verbringen. Vor sich hingrübeln. Auf sich selbst zurückgeworfen werden. Gedanken verloren. Das kann es hier wirklich bedeuten. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass dir langweilig ist. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Ich glaube, du bist zu beschäftigt. Deswegen sagt die Karte nämlich, verbring auch mal wieder Zeit mit dir selbst alleine. Es kann sogar sein, dass es auch einigen von euch Angst macht, bekomme ich hier so ein bisschen rein. Ja, es macht euch möglicherweise Angst, in die Stille zu gehen oder Zeit mit sich selber alleine zu verbringen, weil das könnte ja bedeuten, dass man auch mit gewissen inneren Dämonen quasi konfrontiert wird. Ja, und das ist das, was ich hier bei euch sehe. Natürlich kann es jetzt auch hier wieder bedeuten, dass dir vielleicht auch langweilig ist. Ja, das kann durchaus sein, dass du dir wirklich sehr viele Gedanken machst. Aber ich habe hier eigentlich eher das Gefühl, dass die Karten dir sagen wollen, du wirst wieder zu dir selbst zurückgeworfen. Das auf jeden Fall. Es geht darum, bei dir selbst wieder anzukommen, dich selbst auch wieder mehr zu spüren und auch Zeit mit dir selbst alleine zu verbringen. Das kommt auf dich zu. Es kann auch wirklich bedeuten, dass du das jetzt auch alles freiwillig machst, dass du dir sagst, nö, ich kümmere mich jetzt wirklich um meine Gesundheit, um mein Wohlbefinden und das, was ich in der letzten Zeit einfach links liegen gelassen habe. Okay, was haben wir hier für dich, lieber Skorpion? Das ist die Ärztin. Okay. Naja, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Heilung nach Krankheit, seinen Heilungsweg gehen, seine Themen heilen, Therapeut. Also es kann durchaus sein, dass du zum Beispiel zu einem Heilpraktiker gehst, weil wir haben hier sehr stark das Thema Natur, sehr stark das Erdelement. Heilpraktiker könnte eine Rolle spielen. Vielleicht nimmst du auch homöopathische Arzneimittel, trinkst sehr viele Kräutertees zum Beispiel, bist auf einem Arzt, auf eine Ärztin angewiesen. Musst zum Arzt gehen, weil du dich überarbeitest, weil du zu viel arbeitest, weil du erschöpft bist vielleicht auch. Ja, oder einige von euch, das kann auch lediglich bedeuten. Okay, ich bekomme mehrere Szenarien rein. Zum einen bekomme ich rein, dass einige von euch selber auch Naturheiler sind, dass du zum Beispiel jetzt auch Heilpraktiker bist oder Heilpraktikerin bist, eine energetische Heilerin, energetischer Heiler.
Therapeut, etwas in der Richtung, dass du nun auch wirklich diesen Weg jetzt auch für dich gehst. Das sehe ich auch. Es kann bedeuten, dass einige von euch vermehrt krank geschrieben sein könnten und deswegen jetzt auch vermehrt Langeweile haben könnten. Ne, dass du zum Beispiel sehr viel Zeit zu Hause verbringst, dass du einfach nichts anderes machen kannst, als dich auszuruhen. Deswegen kann es vorkommen, dass sie hin und wieder auch etwas langweilig ist. Ja, aber wie dem auch sei, die Hauptmessage, die Hauptbotschaft hier für dich, lieber Skorpion, ist, dass du dich jetzt auseinandersetzt mit deinen Schattenthemen. Du bist bereit zu heilen oder du bist dabei zu heilen. Das ist jetzt zu sehen, weil du wirst zu dir selbst zurückgeworfen, weil du dich jetzt mit dir und deinen Themen auseinandersetzen sollst und diese auch heilen darfst. Das kommt auf dich zu. Vielleicht hat es sogar auch schon begonnen. Das würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Okay, das ist hier bei dir auf jeden Fall sehr stark zu sehen. So, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Healing Waters Orakel von Rebecca Campbell. So, da schauen wir doch mal, was hier jetzt für eine Botschaft für dich kommt. So. Ja, also für viele von euch geht es wirklich darum, mehr zu entspannen. Vielleicht hatten einige von euch auch sowas wie ein Burnout gehabt. Sehr viel zu tun, sehr viel Stress. Die Beziehung stresst vielleicht auch, ne? Ihr habt es möglicherweise auch mit anderen Menschen zu tun, wo sehr viel Drama sich immer abspielt. Ja, weil die fünfte Schwerte ist auch eine Energie von Drama. Und nun sagt dir hier auf jeden Fall deine Seele, zieh dich hier zurück. Kümmere dich gut um dich. Sorge dafür, dass es dir wieder gut geht. Ja? Vielleicht ist es wirklich so, dass du mittlerweile auf einen Arzt oder auf eine Ärztin angewiesen bist. Okay, was ist jetzt hier also die Botschaft noch für die Skorpione? Eine weitere Energie bitte für die Skorpione. Jetzt im Monat November. Was ist jetzt hier noch die Botschaft für die Skorpione? Beziehungsweise was kommt noch im November auf Skorpion zu? Haben wir sie. Sehr schön. Okay, drunter hast du folgende Karte für den Monat November. Okay, das ist auf jeden Fall eine Energie, die steht auf jeden Fall schon für eine gewisse Fülle. Es geht ja also bei dir um Beziehungen. Es geht ja auch darum, wieder zu geben, um großzügiges Geben. Und hier kommt auch etwas zusammen. Und mir fällt jetzt ja auch wieder ein, dass ich beim Vormischen oder dass da auf jeden Fall die Liebenden ja rausgefallen sind. Also für einige von euch geht es hier auf jeden Fall wieder um Beziehungen. Du darfst ja also ebenfalls deine Beziehungen einfach mal näher anschauen. Welche fördern dich? Welche sind also quasi gesund für dich und welche sind ungesund für dich? Ja, wo oder welche Menschen bringen andauernd Drama in dein Leben oder ziehen dich runter, sind nicht gut für dich? Ja, ich habe auch das Gefühl, das kann jetzt aber auf wenige von euch zutreffen, dass es hier eine bestimmte Beziehung gibt oder eine gewisse Verbindung zu jemand anderen, der dir um Gottes Willen niemals gut tut. Das ist toxisch für dich und du merkst es mittlerweile vielleicht auch wirklich gesundheitlich. Na, vielleicht bist du jetzt auch gerade Crosswatcher, wenn du mir zuschaust und du schaust hier für einen Skorpion, der sehr toxisch ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall wird hier schon darauf hingewiesen, dass du dich jetzt mit Menschen umgeben darfst, die dich auf jeden Fall fördern. Ja, das ist ganz wichtig für dich im November. Okay, was haben wir hier, Skorpion? Loslassen. Du darfst hier gewisse Beziehungen loslassen. Es geht um das Loslassen von Beziehungen für einige von euch. Aber allgemein geht es darum, die Vergangenheit loszulassen. Es geht darum, zu vergeben und weiterzugehen, nach vorne zu gehen. Und auch habe ich das Gefühl, sei sanft zu dir. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Hier wird einiges losgelassen. Hier wird einiges geheilt, lieber Skorpion. Ja, es kann hier um Vergebung gehen für einige von euch. Dass es darum geht, jemanden zu vergeben. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was vorgefallen ist, weil ich persönlich finde, es gibt gewisse Dinge, die kann man einfach nicht so leicht vergeben. Ne? Und wie ich das eben schon gesagt habe, es kommt darauf an, was vorgefallen ist. Ja, also hier kommt eine Art Loslassprozess auf dich zu. Und das hat was mit Beziehungen zu tun, für einige von euch auf jeden Fall.
Und es geht darum, die Vergangenheit zu heilen, die Vergangenheit zu klären. Na, vielleicht ist diese Beziehung auch schon sehr, sehr lange her. Und jetzt geht es darum, für dich das loszulassen. Das kommt ja auf dich zu, lieber Skorpion. Okay, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Seelenreich-Orakel von Christine Arana Fada. Pass also gut auf dich auf im November, ne? Es zeigen sich hier wirklich einige Chancen, die sich dir hier wirklich bieten. Ich denke, dass es auf jeden Fall, ja, dass etwas Neues schon auf dich zukommt, möglicherweise ein neuer Job, neue Routinen. Wirklich bedeuten, dass du noch hier an jemanden festhältst, weil die Federschwerter, sage ich schon, die Federmünzen ist auch eine Energie des Klammerns. Ja, und wir haben jetzt hier drunter den König der Münzen. Das kann jetzt also wirklich bedeuten, dass entweder ist es so, dass du an jemanden festhältst, diesen Menschen nicht loslassen kannst, oder aber es ist vielleicht auch umgekehrt. Na? Also hier wird gesagt, lass hier auf jeden Fall los. Ja. Einige von euch, ihr habt hier ein bestimmtes Ziel, ein gewisses Vorhaben. Ihr habt hier unbedingt etwas vor, aber mach auch mal langsamer. Okay? Okay, jetzt hätte ich ganz gerne jetzt noch weitere Energien, weitere Botschaften jetzt noch zum Schluss für die Skorpione im Monat November. Nummer 1. Weitere Energien für Skorpion. Weitere Energien bitte jetzt für das Kollektiv der Skorpione im. Nee, den muss ich zurücknehmen. Weitere Energien für die Skorpione bitte im November. Okay, also tief durchatmen. So. Sehr schön, wir haben es. Die habe ich schon gesehen. Also, da haben wir für dich zu Beginn: Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Du darfst hier also etwas beschützen, was dir, lieber Skorpion, lieb und teuer ist, was auch immer das ist. Dein Kind, deine Haustiere, dich selbst. Ja, also etwas, was dir lieb und teuer ist, das gilt es auch, ja, das gilt es auf jeden Fall nun auch zu beschützen. Na, vielleicht kann es wirklich durchaus sein, dass du jetzt ja auch beginnst, dich für jemanden oder etwas einzusetzen. Vielleicht zum Beispiel für die Umwelt, für die Tiere zum Beispiel auch, für deine Kinder. Ja, hier geht es darum, beschütze, was du liebst. Dazu gehörst aber ebenfalls auch du. Deine Tiere, deine Kinder zum Beispiel, dein Partner, deine Partnerin. Okay, was haben wir drunter für dich? Okay, sei über die dunklen Tage des Lebens erhaben. Kämpfe nicht, sondern vertraue. Das Licht kehrt immer zurück. Also hier, das ist jetzt wirklich ziemlich eindeutig. Einige von euch, ihr habt hier durchaus schon relativ düstere Tage. Ihr könnt das Gefühl haben, boah, da ist überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Ich befinde mich nur in der Dunkelheit. Aber hier wird gesagt, vertraue, dass das Licht auf jeden Fall wieder zurückkehrt. Weil so ist es auch. So ist es auch. Habe hier Vertrauen, der Hierophant sagt, habe hier Vertrauen. Ein Neubeginn, das wird auf jeden Fall kommen. Das Licht wird auf jeden Fall hier wieder zurückkehren. Jetzt gerade du, okay, das war kein Deutsch. Jetzt gerade bist du in der Phase, wo du heilst, wo du dich gewissen Themen stellst, die du zuvor unterdrückt hast. Ja, weil wir befinden uns in einer Zeit, wo einiges hochkommt, wo wir mit unseren Schattenthemen konfrontiert werden, wo wir mit Themen konfrontiert werden, aus der Kindheit zum Beispiel, die wir bisher verdrängt haben, die unbewusst sind. Ja, da kommt einiges bei dir nach oben. Also hier wird gesagt, verbinde dich wieder mehr mit der Natur und vor allem auch mit dir selbst und habe keine Angst. Habe keine Angst, dich auch den, ja, gewissen Themen zu stellen, auch wenn es unangenehm ist. Das Licht kehrt immer wieder zurück. Okay? So, was haben wir jetzt hier für dich? Ach, guck mal.
Erfolg, Glück und Fülle fließen zu dir. Genieße es und feiere das Leben, lieber Skorpion. Also das Licht kehrt auf jeden Fall wieder zurück. Erfolg, Glück und Fülle fließen auf jeden Fall zu dir. Das sieht man auch mit dem Ast der Münzen. Da kommt etwas Tolles auf dich zu. Wahrscheinlich auch etwas Neues. Ja, du lässt hier auf jeden Fall im November noch einmal los. Es ist wichtig, bleib hier auf jeden Fall ruhig, bleibe bei dir. Verwurzel dich auf jeden Fall. Stell dich deinen Ängsten, auch das wird auf dich zukommen. Stell dich deinen inneren Dämonen. Ja, du schaffst das auf jeden Fall, lieber Skorpion. Okay, wir sind am Ende. Und wenn das Video auf jeden Fall gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Lieber Skorpion, ich wünsche dir einen wunderschönen November. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.